Hi, ich begrüße euch herzlich bei Tienchen TV. Mit Stolz möchte ich euch heute die ersten eigenen Stempelsets von Stamp Corner vorstellen. Und das ist ja immer eine ganz tolle Sache, wenn man eigene Stempel entwirft und die dann nachher in der Hand hat. Und wir vom Designteam hatten natürlich den Vorteil, dass wir die als erste testen durften. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und ich werde euch auch den Blog verlinken. Da könnt ihr gucken, was die anderen aus diesen Sets gezaubert haben, weil die natürlich auch wild drauf waren, auszuprobieren, was kann man damit machen. Und ich zeige euch heute die Sets und habe die auch für euch schon mal abgestempelt und mit den Möglichkeiten, die ich habe. Ihr wisst, ich bin nicht der große Kolorierer. Jeweils ein koloriertes und ein unkoloriertes abgestempelt und auch mal die ganzen Schriftzüge, weil man das in den Stempelsets natürlich nicht so wahnsinnig gut erkennen kann. Und zwar zeige ich euch hier schon mal die Sets. Das ist einmal hier das Faultier 1. Dann haben wir hier Kaffee 1. Ihr seht, die sind alle schon benutzt. Und dann haben wir hier das Set Maritim 1. Immer mit schönen Motiven und Schriftzügen kombiniert. Und die möchte ich euch jetzt abgestempelt zeigen. Und zwar ist es hier einmal das Kaffee 1. Jeweils mit meinen Kolorationsversuchen. Also hier der Frosch, die Katze und das ist ein Einhorn. Und ihr seht schon, es ist früh am Morgen. Es ist sehr strubbelig und noch nicht gekämmt unterwegs und guckt auch noch ein bisschen zerknirscht. Und das hier sind die Schriftenstempel dazu. Und zwar einmal, ich fühle mich krank, ich glaube, ich habe Montag. Finde ich total cool. Dann, so wie es kommt, ist es am besten. Kaffee macht einfach alles besser. Ich brauche erstmal Kaffee. Frag nicht. Und das, ich brauche erstmal Kaffee, habe ich hier nochmal abgestempelt, weil da hatte ich den Stempel ein bisschen schief auf meinen Acrylblock gelegt. Und nicht damit ihr denkt, der Kaffee stürzt hier ab, weil der hier so einen Bogen hat. Es ist also ganz gerade. Ihr müsst nur einfach in der Lage sein, was ich wahrscheinlich ohne Kaffee an dem Tag nicht war, diesen Stempel gerade auf den Acrylblock aufzulegen. Und dann wird es auch ein ganz gerader Schriftzug. Nur die Schriften wechseln hier, finde ich total spannend, dass da also immer zwischendurch nochmal eine andere Schrift ist. Das war mal das erste und zwar, das war das Kaffee 1. Das ist das hier. Und da kriegt ihr also immer, ihr seht schon, jede Menge Stempel, Sprüche und auch Motive, die ihr ganz cool kombinieren könnt. Dann geht es hier weiter mit dem Maritim 1. Da ist also dieser freche Krake hier mit den Schuhen. Der hat Schuhe an, seht ihr, das ist das cool. Immer einmal koloriert und einmal nicht. Dann hier der Taucher. Auch total niedlich. Und hier nochmal der Bursche in der Wanne. Mit Blubberblasen. Und da gibt es diese Schriftzüge dazu. Und zwar zwei verschiedene Ahoi mit zwei verschiedenen Schriften. Dann einmal Heimat ist, wo die Wellen rauschen. Moin, moin, finde ich super. Ich habe Meerweh, passt auch super. Und Meer geht immer. Auch lauter verschiedene Schriftzüge, verschiedene Größen. Also könnt ihr überall anwenden. Passend zu eurem Meeresthema. Das war einmal das zweite. Das war also das Maritim 1. Dann haben wir hier das Faultier. Faultiere sind ja nur noch cool, weil die eben immer so gechillt sind. Einmal hängt es hier auf einem Ast. Hier unten mit Ringelpullover. Finde ich total knorke. Und dann hier, also passend zur Temperaturgrad. Schlag kaputt, liegt er hier auf dem Bauch und streckt alles von sich. Und dazu kriegt ihr die Schriftzüge. Ich bin hin und weg. Hi. Kuscheln, Fragezeichen, Ausrufezeichen. In der Ruhe liegt die Kraft. Ganz tolle Schriftarten auch.
lass uns abhängen, passt natürlich genial zu dem Typ. Ich häng an dir, auch. Hab einen entspannten Tag, auch das. Also der ist wirklich super entspannt und der hier auch. Passt also ganz knorke. Das war das Faultier 1. Das sind diese drei Sets. Das eine habe ich schon weggelegt. Insgesamt gibt es also vier neue. Das sind die drei, die ich euch jetzt hier gezeigt habe. Ich verlinke euch natürlich alles in der Infobox. Und das vierte waren nur Schriftzüge. Deshalb habe ich die jetzt mal nicht abgestempelt, weil ich glaube, die kann man so ganz gut sehen. Leider hat sich da ein Fehlerteufel eingeschlichen. Deshalb musste dieser eine Schriftstempel entfernt werden. Dafür ist das Set jetzt aber auch günstiger als vorher. Und ihr habt hier die Schriftzüge passend zu allen Gelegenheiten. Ein kleines Päckchen, ein Luftballon in Herzform mit kleinen Punkten und die Schriftzüge, herzlichen Glückwunsch, wir wünschen dir. Dann kann man unten drunter kombinieren, alles Gute zum Beispiel oder wir wünschen dir, bleib wie du bist. Oder also die könnt ihr schön untereinander kombinieren. Dann eben das bleib wie du bist, gratuliere, nur Glückwunsch ohne herzlichen, alles Gute. Ich wünsche dir und dann unten, Alter ist irrelevant, es sei denn, du bist eine Flasche Wein. Finde ich also auch immer ganz toll, vor allen Dingen, wenn man an etwas ältere Mitmenschen so eine Karte verschenkt, die dann immer denken, oh, ich bin schon so alt. Finde ich total witzig und gibt bestimmt auch einen Lacher. Das sind die Schriftzüge. Ich verlinke euch alles in der Infobox und hoffe, die gefallen euch so gut wie uns. Und ich habe euch auch noch ein paar Beispiele gemacht. Und zwar hier mit dem Frosch und dem Frag nicht. Und oben habe ich so eine Schablone benutzt mit Time, weil es ist noch ganz früh und er fühlt sich noch total mies. Deshalb sagt er Frag nicht. Ein Lesezeichen finde ich total schön. Oder als Einmerker für in euren Planer rein oder in euer Journal, also total knuffig, gefällt mir richtig gut. Den Hintergrund habe ich mit verschiedenen Acrylfarben und Wasser gemacht und habe halt geguckt, dass ich in dem Grün und in dem Rot bleib, wie auch der Frosch hier angemalt ist. Oder dieser Morgenmuffel, wie auch immer ihr das interpretieren mögt. Ich finde, das sieht aus wie ein Frosch. Dann habe ich hier das Faultier mit verschiedenen Papierresten kombiniert. Einfach hier in der Mitte, da wirkt es ganz schön, weil es ganz alleine wirkt. Und habe einfach oben und unten High und mit so einem Glitterpen noch ein paar rote Tupfen gesetzt, weil er auch rote Streifen in seinem Pulli hat. Also den finde ich total cool mit seinem Ringelshirt. Dann habe ich eine Karte mit Mehr geht immer. Da habe ich mir einfach ein Stück weißes Kraftpapier genommen und habe das mit so einer Schablone und mit den Oxids bearbeitet. Und dann diese beiden Kraken hier oder ja, Tintenfische, also mit Kreisstanzen ausgestanzt. Ich hoffe, ihr seht das, dass das gerade Kringel sind, weil mit dem Ausschneiden, das ist nicht so meins. Also habe einfach die in zwei Kreisen ausgestanzt und die Kreise da drauf geklebt und unten steht, mehr geht immer. Und dann habe ich hier noch eine gemacht mit einer Schablone mit lauter Blubberblasen. Auch einen etwas dunkleren Blauton benutzt, der sich ein bisschen nur, weil Wasser ist ja eigentlich durchsichtig, der sich so ein bisschen von der Karte abhebt und hier den Knaben in der Badewanne. Die Blubberblasen habe ich auch mit so einem Glitzerpen bearbeitet und unten einfach Moin Moin. Das passt zu allen möglichen Anlässen, weil es ja einfach nur ein Gruß ist, so wie Hi oder Hallo könnt ihr für alles benutzen. Das waren also meine Beispiele zu den Sets. Wie gesagt, ich verlinke euch den Blog. Da könnt ihr gucken, was die anderen schon mit diesen tollen Sets gemacht haben. Und ich hoffe, das gefällt euch und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, würde ich mich freuen. Und bis dahin wünsche ich euch was. Tschüss, ihr Lieben.